Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Chaos pur mit Cory. Ja, Chaos. Ich will Chaos. Ich will meinen neuen Zauber ausprobieren. Jetzt. Ich habe auch einen neuen Zauber. Wie bereits angekündigt, wir haben noch das Dungeon davor nochmal gespielt, um mich zu leveln. Wir sind beide Level 7 und haben so ein paar neue Zauber drauf. Ich habe zwei Lichtzauber und Cory hat zwei... Das hier. Drei Feuerzauber, das Ding. Das Problem ist, er kann sein das Ding mit Essenzen einsetzen. Und ich muss erstens ein paar Skelette umlegen dafür. Moment, lass mich mal kurz ausprobieren. Ich möchte wissen. Viel Spaß. Ui, und? Ah, ist das schön. Guckt euch das mal an, was das für Damage-Zahlen sind. Ah, wie geil ist das denn? Danach ist ja fast nichts mehr da. Okay, jetzt geh mal kurz weg, sonst ist das Friendly Fire wie Sau. Ah, gut. Ja, Feuer! Ich liebe Feuer! Burn! Burn! Oh, das sind echt miese Zahlen, hey. Es bleibt zwar immer noch ein bisschen was von dem Viech über, aber... Holla die Waldfee! Das ist gut zu wissen, dass die Viecher sich nicht rumdrehen können. Darauf habe ich noch nie geachtet. Die können, aber sie haben keinen Bock. Gut, dann waren sie einfach nur so sehr auf mich gefokust. Ach stimmt, das waren die Dinger. Es ist schon wieder ein bisschen her, ich erinnere... Oh, warte, Moment. Falscher Zauber. Warte ab. Nochmal. Ich dachte gerade kurz, ich habe keine Pfeile dabei, weil ich auf das falsche Ding geguckt habe. Oh! Ich finde das so knuffig, du so 43 und meine Zahl dagegen. Kannst du nicht mal. Hui. Der Zauber ist zwar übelst teuer, übelst teuer, aber ich hab über 350 Ressourcen beieinander. Ich habe über 1000 Pfeile. Heb dir trotzdem deine Punkte auf. Wir wollen immer noch haben für den Boss. Ja, okay. Warte. Und weiter geht's. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, habe ich meinen Heilzauber drauf? Das war... Ich war genau, das war der direkte Spinnen Zauber. Kommen. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Da hinten, doch, dahin sehe ich sie. Ich werde sterben. Ich werde leiden. Ich fuhr mal gerade schon mal raus. Was würde ich jetzt gerade für so einen Eiszauber geben, ey? Nein! Das glaubst du gar nicht. Ja, mein, Irgendeinen Vorteil muss es haben. Der Kuri ist fast tot. Ja, ich habe jetzt zum Glück heilen geskillt. Das geht ja relativ gut. Ja. Bräuchte ich halt nur noch einen, Pfeile. Bräuchte jetzt nur noch einen Zauber, damit ich andere Leute heilen kann. So die Gruppenheilung oder irgendwas. Das wäre schon richtig geil. Da sehe ich noch eine Spinne. Das Problem ist, es ist so hell hier drin, dass ich mir gerade nie so ganz sicher bin, was am Rand meines Bildschirmes passiert. Das ist echt uncool. Ja, es ist aber auch draußen wirklich eine Temperatur beieinander und auch dieser Strahler da oben, der ist pervers. Also, Alter. Ja, das kann ich genauso zurückgeben. Das ist unschön, das ist sehr unschön. Also ich bin vorhin kurz, kann ich ja nochmal kurz... Oder, warte, gleich. Ja gut, wir müssen ja nicht alles nochmal vorlesen, haben wir schon kennen gehabt, das ja alle schon. Ich bin vorhin kurz zum Asiaten bei mir um die Ecke gelaufen, um mir eine Portion Nudeln zu holen, weil ich bei der Hitze nicht unbedingt kochen wollte. Beziehungsweise weil es halt auch schnell gehen musste. Da drin liegen noch Essenzen für dich übrigens. Oh, Essenzen. Und ja. Ich bin förmlich geschmolzen in der Zeit. Sagen wir also, so, stellt euch... Unschön. Sehr also, wenn unschön. Ihr wissen wollt, wie ich mich gefühlt habe, stellt euch das Crossover von Family Guy und Simpsons vor. So habe ich mich ungefähr gefühlt, bloß dass ich keinen Schwamm in der Hand hatte. Ah, ich sehe schon wieder. Du musst einfach nur nach rechts durchlaufen, das ist gut. Also, ihr müsst euch das ungefähr genauso vorstellen. Ungefähr so habe ich mich gefühlt. Alter, bloß... Ah, es war... Ah, pervers. Wait, what? Ist es gerade richtig, dass wir unseren Weg noch haben? Das ist cool. Ja, praktisch. Hier noch was? Nein, hier war nichts mehr. Da oben kommen gleich nette Freunde. Hallo, Spinnchen! Herrlich. Herrlich, herrlich. Gucken, habe ich irgendwo Gegengift? Nein, habe ich nicht. Scheiße. Ich brauche was zum Gegenheilen hier. Komm hier. Schon, ich bin die! Hilfe! Spinnen! Spinnen!
Ah, warum hast du mich so sehr? Spinne. Wenn du alles liebe, nette Spinne. Na, guck dir mal an, wie krabbelig und gestellt ich setze mir so viele Beinchen. Oh, auf dem Grill werden die geil. Ich komme gleich hoch und jag dir ein paar Pfeile in den Kopf, mein Freund. Ah, herrlich. Er ist mir wieder sehr, sehr human in dem Punkt. Du versuchst mir hier Spinnen auf den Hals zu hetzen. Keine Gnade. Ja, ja, komm hast schon. Keine Gnade verdient. Herrlich, herrlich, herrlich. Spinnenfreunde. Ah, oh, du Spinnenrassist, du. Das kannst du als Deutscher nicht bringen. Das ist Selbstverteidigung. Fuck, wo war die Stelle nochmal? Ups, ich wollte... Die war oben irgendwo in der Mitte. Willst du vor? Nee, ich geh vor. Ich muss erstmal heilen. Ich geh beim ersten vor, du beim zweiten, ganz einfach. Gut, beim zweiten weiß ich mich noch wo. Tada, so, und genau in der Mitte. Jump. Ich wollte gerade zeigen, du springst zu kurz. Magischer Käse. Da liegt noch eine Essenz für dich. Da liegt noch eine Essenz für dich. Im anderen Gang liegt immer noch eine Essenz für dich. Hm? Wo, Essenz? Ah, Kristallene magische Essenz. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür die gut ist. Die wollen was von uns. Ja. Wir springen gleich runter und rennen nach rechts. Schreiend. Oder so. Wie wär's damit? Wie wär's damit? Ist guter Anfang. Yes, Alter. Brennt das gut, gell? Ah, ihr brennt Feuer ungefähr so, wie Pfeile. Ich heute Morgen beim Nachhause gehen, hä? Oh, der trifft dich. Das war hier. Not even close, my friend. Ja, ich hab sie zusammengeschnappt. Fällt gerade etwas auf. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Ah, diese Professionalität. Gib mir eine Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Okay, 7 Minuten läuft die Aufnahme. Wir haben jetzt 18:23, also ungefähr bis halb, bis bisschen länger. Herrlich. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Hey, ich bin absoluter Vollprofi. Nein! Ah! Ah! Oh, herrlich, herrlich. Scheiße, ich bin fast tot! Herrlich! Töte sie! Ah! Ich werde sterben. Herrlich. Ich hab noch gerade eine Potion. Ja, ich auch. And he's gone. Verdammt. Warum war die Potion nicht unten in der Leiste? Ich bin verwirrt. Ich hatte doch gerade noch eine Potion. Da war das eine kleine. Moment. Das ist seltsam. Ja, ich hab das. Hat da jemand seine Shortkeys nicht sortiert? Ach, seine Professionalität? Nee, ich hab sie sortiert. Ich hab nur eine große Potion vorher gehabt und keine mittlere. My fail. Moment, wie viel Gegengift hast du? Keins. Okay, dann hier, Moment. Ich hab einen Käse Mengen. Und einen Trank der Heilung. So, hier, jetzt hast du die Hälfte von meinem Gegengift. Mehr habe ich nicht. Weil ich brauch selber auch noch ein Gegengift. Kann nämlich auch ein bisschen nervig werden. Ja, so, jetzt warten wir einen Moment. Bleib hier! Da fliegen gerade ungefähr 1000 Dinger auf uns zu. Okay, wie schön. Wie schön und nice. Hier kriegt man den letzten Kürbis, mein Freund. Bleib! Zu fix. Ich hab noch 10 Kürbis. Und ich habe alle aufgenommen. Yes! Sammeln sie alle! Ah, oh, herrlich. And I'm gone. Ich frag mich ja, wie weit sind wir eigentlich mit dem Death Counter? Da war doch irgendwas, ne? Also ich zähle ja nicht mit, das macht ja hier, ich und mein Namensgedächtnis, ich hab's schon wieder vergessen. Irgendwas mit Kati, irgendwie sowas. Oh, ja, jetzt macht er Kati noch aus ihm. Ich hab keine Ahnung, irgendwas mit K, das weiß ich noch. K, mehr nicht. Keine Ahnung, ja, ich weiß. Oh, herrlich. Das ist gerade ein unglücklicher Zufall. Kannst du dir mal. Wie war's denn nochmal? Tut mir leid. Ich hab absolut beschissenes Namensgedächtnis. Ich kann mir keine Namen merken und keine Geburtstage. Das ist echt schlimm. Warte, ja, gut, lass mir das Herz. Für einen übernimmt, ne? Wie gut, dass ich Facebook praktisch nie nutze. Ja, ich benutze das eigentlich auch nur für YouTube. Hier ist eine Kiste. Wie kann die lootgeile Sau die Kiste übersehen haben? Wie gesagt, mein Bildschirm, er ist erleuchtet.
Ah, herrlich. Er leuchtet so hell wie ein Ghoul in Fallout, yes. Ah, ich bin auch mal wieder. Ich bin in letzter Zeit auch ein bisschen so am Fallout New Vegas zu suchten, hä? Ja, ich hole ja jetzt endlich Fallout 3 nach. Nein, da war's. Zu fix, einen Schritt zu weit. Verdammt. Dieser Sack, du. Aber so viel zu, du weißt doch, wo es ist. Ja, ich weiß noch ungefähr, wo es war, aber ich wusste nicht, dass es wo genau es war. Das sind so feine Details wie Namen oder Geburtstage, die man vergessen kann. Ich merke mir die relevanten Dinge. Wie überlebe ich in diesem Spiel? Geburtstage sind Nebensache. Oh, herrlich, herrlich. Da schampst du überhaupt den. Herrlich. Hi. Okay, und weiter und. Oh, das war knapp. Wo bist du jetzt? Nein? Bist du jetzt in die Tür oder? Ich bin weiter geradeaus. Drin ist da ein Checkpoint, aber hier gibt es ja den nächsten Checkpoint, glaube ich, gleich. Gut, ich brauche sowieso einen. Oh mein. Was wartest du hier? Da, jetzt. Mann, Spieler, der Pflanze von ätzend. Wir brauchen Untote, ne? Alter, ja. Kann ich nicht die Klappe halten, ne? Stab der Feuerbälle. Wenigstens kann ich das jetzt ist deine Möglichkeit. Oh shit, stimmt. Junge, ich brauch deine Hilfe gleich. War das Feuer nicht so mit magische Spuck Essenz? Feuer, mein Freund! Ich krieg keine magischen Essenz. Die sind göttliche magische Essenz. Ja, die krieg ich auch hier. Kloppt die alle schon mal für dich weich? Nein, das war zu weich. Aus stimmt, Boden ich muss kann ja den Kill machen am Ende. Das stimmt ja, scheiße. Wahrscheinlich, ich denke mal, dass ich den Kill machen muss. Ich habe jetzt gerade drei göttliche Gunst. Außer die göttliche Gunst müsstest du mir doch auch irgendwie droppen können, oder? Ist es ein Item? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nein. Ich glaube, das ist kein Item. Egal, lauf weiter. Aha. Ich glaube, die wollen lieber mit dir spielen als mit mir. Alter, die wollen einfach mit den Besseren kämpfen. Hm? Wie wär's da? Mensch, ins Killers. Komm schon, hau drauf. Yes. Wunderbar, schön. Und noch einmal. Weißt du, toll war. Yes. Daher, so schön können hell Zauber sein, wenn man sie benutzt. Ja, ich musste halt nur erstmal auffüllen. Das ist das nervige Problem. Mhm. Ah, genau, by the way, das ist dieser Schwarmteil. Ich muss unbedingt dagegen vorgehen. Hier, nimm gleich das Brände. Du kümmerst dich um die Viecher und ich lenke die Skelette ab. So, es brennt schon mal, macht 50 Schaden pro Sekunde. Das ist doch mal ein Schaden, oder? Ja, und gleich, weil es nochmal so schön war. Au! Hinterher. Brennt. Das ist sehr unangenehm. Das will irgendwie nicht sterben. Das Problem ist, ich kann nicht mal wirklich hochspringen. Gerade. Oh shit. Der muss sich mal nachdenken. Trink schneller! Nein! Bei der Engelszauber ist nach hinten losgegangen. Shit! Das ist die Todesursache Nummer 1 bei diesem Zauber, das weißt du noch, oder? Ja, theoretisch. Das ist eigentlich voll die lame Taktik, die ich gerade habe, aber sie funktioniert. It works. Wenn es funktioniert, ist es nicht dumm. Egal wie dumm es aussieht. ich meine, ich kann sie zweimal hitten mit jedem Mal ausweichen. Oh, sie haben dich. Pass auf. Ja, jetzt kümmere dich um die Kleinen, ich komme hier nicht weiter, ich kann hier nicht laufen. Los, tu was. Cory, verdammte Scheiße, tu irgendwas. Das ist brennen? Oder ich mach's so. Sie. Moment. Ah, nein. Scheiße. Versuch halt mich umzubringen. Du verrückter Feuermörder. Ich wollte Axtmörder sagen. Ich bin ein Pyromane, ich muss das machen, es liegt in meinem Blut. Ja, du siehst ja auch überall nur Regenbogen in Wahrheit, gell? Ja, vor allem nach den amerikanischen Ereignissen. Ja. Ich glaube, du hast die Anspielung nicht kapiert. Offensichtlich. Team Fortress, mein Freund. Team Fortress. Meet the Pilot. Genau. Da waren noch Lollis und den ganzen anderen Kram. Und Happy Music. Regenbogen überall, genau, ja. Stimmt. Und eine schöne Musik, dieses Item ist. Ich glaube, es war die Rainbow Pyrovision Brille war das, glaube ich. Hieß das Ding. Okay. Fast tot übrigens. Ich übernehme dich mal kurz. So.
brauchst einen Zauber, der mich heilen kann, dringend. Du brauchst dringend einen Zauber, der mich heilen kann, mein Freund. Unbedingt, ja. Unbedingt, aber leider fand ich diesen Zauber noch nicht. Diese scheiß göttliche Kunst kann man leider auch nicht kaufen. Weißt du was, du kümmerst dich um... Das wollte ich gerade tun. Egal. Nein, irgendwelche Viecher müssen wir halt zusammen. Ich bin dezent praktisch tot. Ah, Moment, ich gucke mal kurz nach. Habe ich irgendwo etwas zu heilen für den lieben Tumlu? Ich habe hier einen magischen Käse. Wie wäre es? Ich habe einen Teil der großen Heilung, sehe ich gerade. Habe ich aufgegammelt irgendwo. Wofür mache ich hier eigentlich meine Käsefroma hier überall für dich her? Und da isst du nichts. Das kann ja doch nicht sein. Halt die Klappe. Guck mal her, was da für schöne Kollegen sind. So achtbeinige. Ich kann mich nur wiederholen. Halt die Klappe. Ja, herrlich. Muss jetzt der Meisterschütze muss jetzt ran. Herrlich. Ich werde sie schon alle beseitigen, einen nach dem anderen. Die. Lass ihn seine Freuden, seine Rache. Ich sehe nicht, ob da rechts unter dem Vieh noch irgendwas ist. Siehst du irgendwas auf dem Screen? Rechts unter dem Viech? Was ist rechts unter dem, was ich gerade gekillt habe? Hier unten irgendwo ist da unten sind noch zwei Maden. Ja gut, die habe ich nämlich nicht gesehen. Jetzt sehe ich's. Also bei dir ist es wirklich helle. Ja. Ich habe eine riesen Hausfassade vorm Fenster, die angestrahlt wird. Oh, pass auf. Zurück. Rückzug. Taktischer Rückzug. Schnell, Cory. Komm. Er bleibt da stehen und beobachtet. Ich finde diese Maden faszinierend. Abgesehen davon, ich habe jetzt einen Hysterischen, der sich darum kümmert. So, und der Nächste. Du verrickst gerne, oder? Ach du, ich habe einen Heilzauber, da geht das ja. Warte. Hui. Bin oben. Und schon wieder bekommen. Eine Kiste übersehen. Der hat wirklich helle Umstände. Ich komm, ja. Weil ich sollte es ja eigentlich besser wissen, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja klar, er hat das ganz gut. Wir haben das gleich wieder schon mal gespielt. Bräuchte mal kurz jemanden, der auf eine gewisse Schalter drückt. Mein Freund, ich brauche noch einen Moment. Mikrofon, hau mir nicht ab. Okay, es ist noch alles da. Sehr gut. Ja, und... Knöpple? Das war zu spät, mein Freund. Ich achte oder auf die Gegner, tut mir leid. Okay, dann sage ich, jetzt kann ich nämlich auch runtergehen und wir das. Oh, das ist ein Dolch. Ein Dolch! Ein Poinar des Experten. Was kannst du? Und ich habe ja auch einen Freund von dir. Eine Bombe. Crit-Treffer mit Dolchen plus 8%. Ich habe Schutz gegen Feuer bisher, der ist besser. Schutz gegen Feuer brauche ich nämlich nicht. Muhahaha. Oh, ich habe hier einen Ring des Geschicklichen. Moment, der hat aber weniger Schaden. Warum hat der weniger Schaden? Uncool, der hat weniger Schaden. Ich bleib bei dem Alten. Ich habe hier einen Ring gerade gefunden. Ring der Geschicklichkeit des Assassinen. Dolche plus 3%. Angriffsgeschwindigkeit. Gut möglich, dass ich den schon habe. Kannst du mir aber trotzdem gleich geben, aber erst im nächsten Part, wenn du nämlich aufnimmst. Ich bin wieder vorbei, hey. Wahnsinn! Wir sind bei 19 Minuten Aufnahme. Okay, das ist mit dem Vorgeplänkel natürlich, aber trotzdem. Bis zum nächsten Mal, Leute. Viel Spaß adieu, mit der Endcard, mit der epischen Musik. Klickt auf den nächsten Part und so. Ciao. Adieu. Adios, amigo. Buenos dias. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Wie gehen die Sprachen aus? Verdammt. Moment. Ich wollte gerade mit Elbisch kommen, aber mir fällt es nicht ein. Egal, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Mögen die Sterne über dich wachen. Möge die Macht mit euch sein. Ciao. Oh, herrlich. Oh, herrlich.